Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Herzlich willkommen zu unserem virtuellen Pressbriefing am Ende eines in allen Formen außergewöhnlichen Jahres. Heute Nacht wird das Global Carbon Budget 2020 veröffentlicht werden und wir haben drei Expertinnen und Experten für dieses Pressbriefing einladen und gewinnen können, das wir überschrieben haben mit der Frage, wie stark sind die Treibhausgasemissionen im Corona-Jahr denn in diesem Jahr tatsächlich zurückgegangen? An diesem Pressbriefing ist insofern etwas anders als sonst bei den meisten Pressbriefings, denn wir halten es unter Embargo ab. Das heißt, alles, was hier gesagt wird, jede Zahl, die hier publiziert werden wird, dürfen Sie bitte nicht vor Ablauf der Sperrfrist heute in der kommenden Nacht um 1 Uhr in irgendeiner Form kommunizieren. Also bitte nicht in die Zeitung, auf keine Webseite und bitte auch nicht in digitale Vorabausgaben von Printzeitungen von morgen. Öffentlichkeit darf erst heute Nacht ab 1 wissen. Ich habe es gerade schon gesagt, ein außergewöhnliches Jahr geht zu Ende und die Corona-Pandemie dominiert seit Monaten fast alle Facetten des gesamten Lebens in den meisten Ländern der Welt. Ganz früh hat sich auch schon die Frage gestellt, wie wird sich das dann auf die Emissionen der Treibhausgase auswirken? Herr Höhne, wir haben in dem Pressbriefing auch schon mal spekuliert, sozusagen im April tatsächlich. Die Einschränkungen waren tatsächlich ja überall im Leben zu spüren. In Deutschland viel Kurzarbeit, global ganz viele Einschränkungen oder Stopps. Es gab keinen Urlaub am Mittelmeer oder in Südostasien. Flugzeuge blieben am Boden, weil auch Geschäftsreisen in sehr viel geringerem Ausmaß getätigt wurden. Das Freizeitverhalten hat sich komplett verändert. Und eine Studie, die im Frühjahr in Nature Climate Change veröffentlicht wurde, hat damals schon konstatiert, dass allein im April die CO2-Emissionen um 17% zurückgegangen worden sind. Da aber klar war, dass nicht das ganze Jahr so wie der April aussehen würde, war die Frage, wie sieht es am Ende des Jahres aus, wenn möglicherweise zwischendurch die Wirtschaft auch wieder ein bisschen in Gang gekommen ist. In den vergangenen Jahren war es immer so, wann immer das Global Carbon Budget publiziert wurde und man festgestellt hat, wir haben den so sehr herbeigesehnten und den so nötigen Emissionspeak immer noch nicht erreicht, wurde immer wieder darauf hingewiesen, es ist dringend nötig, wenn wir das Pariser Klimaabkommen in erreichbar halten wollen, dass wir diesen CO2-Peak langsam erreichen. Und nach einer kurzen Plateauphase in den Jahren 2015 und 16, bei dem man spekuliert hat, vielleicht haben wir das jetzt geschafft, gab es ab 2017 wieder einen Anstieg mit 2019 einem Rekordhoch an CO2-Emissionen. Und das ist natürlich keine gute Nachricht, denn der Klimawandel ist spürbar in vollem Gange, die Emissionen waren auf Rekordniveau und die Zeit für wirklich substanzielle und brachiale Einsparungen werden immer kürzer. Inzwischen bleiben nur noch wenige Jahre, bis wir zumindest 50% Emissionseinsparungen erreicht haben müssen. Und umso gespannter können wir sein, was Frau Pongratz uns gleich präsentieren werden wird und was wir künftig hier in dieser nächsten Stunde besprechen werden. Denn ich bin sehr gespannt, wie stark sind die Emissionen denn tatsächlich zurückgegangen und inwiefern lassen sich denn vielleicht unter dem Corona-Effekt auch Entwicklungen entdecken, die Mut machen, dass wir nicht im nächsten Jahr wieder auf dem Vor-Corona-Niveau sind. Worauf müssen wir achten, damit die Emissionen nicht einfach wieder auf das alte Niveau steigen, wenn die Volkswirtschaften überall auf der Welt nach Corona wieder Fahrt aufnehmen? Und welche Fehler können dabei gemacht werden und wie lassen sich diese verhindern? Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen da draußen, dieses Pressbriefing soll eben vor allem Platz bieten für Ihre Fragen. Also immer her damit, zögern Sie nicht. Schreiben Sie das hier gerne rechts ins Chatfenster unter der Option an alle Teilnehmer und wir werden uns darum kümmern. Kurz zum Ablauf, ich werde Ihnen jetzt nacheinander die drei Expertinnen und Experten vorstellen, kurz ein, zwei Fragen stellen und dann öffnen wir den Raum für Ihre Fragen, damit wir dafür genug Zeit haben. Ich möchte gerne beginnen mit Professor Dr. Julia Pongratz. Sie ist Professorin für physische Geografie und Landnutzungssysteme am Department für Geografie und auch gleichzeitig Direktorin dieses Departments an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, LMU. Sie erforscht, welche Auswirkungen die Landnutzung und die veränderte Landnutzung auf das Klima und den Klimawandel hat, schaut sich an, wie veränderte Vegetation den Klimawandel beeinflusst und betrachtet eben auch so Effekte wie Entwaldung und Aufforstung. Sie ist eine der Autorinnen des Global Carbon Budgets und Frau Pongratz, meine Frage an Sie. Sie sind ja jetzt nicht zum ersten Mal Autorin dieser Publikation. Ich frage mich immer, wie gespannt ist man, wenn man sich an die Arbeiten macht, wie das aktuelle Jahr tatsächlich sich gestaltet hat?
Und inwiefern war die Herausforderung in diesem Jahr vielleicht eine andere als in den anderen Jahren? Jedes Jahr ist wieder neu und spannend. Also es ist nie, dass ein Standardjahr dabei war. Letztes Jahr beispielsweise gingen die Entwaldungsraten im Amazonas sehr hoch. Dieses Jahr dann kam Corona rein. Also es ergibt sich immer wieder irgendwas Neues, das man untersuchen will. Und dieses Jahr natürlich dann immer mit der Frage, mit Paris-Abkommen erreichen wir das Ziel im Hintergrund. Das ist natürlich spannend zu sehen. Haben wir jetzt diesen Peak 2019 erreicht gehabt oder nicht? Okay. Und jetzt möchte ich ganz kurz nochmal auf die Sperrfrist hinweisen, liebe Kolleginnen und Kollegen, weil jetzt kommen wir zu den Zahlen langsam. Vor heute Nacht um eins bitte nichts nach draußen. Frau Kongratz, bisschen flapsig formuliert. Butter bei die Fische. Was steht denn drin? Gerne, ja. Also 2020 haben wir bezüglich der fossilen Emissionen einen noch nie erreichten Rückgang gesehen. Wir haben 2,4 Milliarden Tonnen CO2 weniger emittiert als im Vorjahr, kommen dann ungefähr bei 34 Milliarden Tonnen CO2 aus fossilen Emissionen raus. Das ist im globalen Schnitt 7% weniger als im Vorjahr. Also deutlich der Rückgang, weil ja, wie Sie schon sagten, ne, bis auch 2019 die Emissionen zwar langsamer als zuvor, aber immer noch weiter gestiegen waren. Jetzt sind sie deutlich runtergegangen. In einzelnen Regionen noch stärker, in den USA 12% weniger, in Europa 11% weniger, in Deutschland immerhin 8%. Das, so eine, ein Rückgang ist nie zuvor gesehen worden. Also in den letzten 150 Jahren, wir haben viele Krisen durchgemacht, 2,4 Milliarden Tonnen, das ist einzigartig. Der Peak von diesem Emissionsrückgang war in der ersten Hälfte des Aprils. Wie Sie sagten, in einzelnen, da gingen die globalen Emissionen um 17% zurück. Und insgesamt sind für diesen Rückgang der Emissionen ist vorrangig der Transportsektor zuständig. Das ist ein relativ großer Sektor, der hat ungefähr 21% Anteil an den anthropogenen Emissionen. Und der ist in den Ländern am Peak der Lockdowns dort um die Hälfte zurückgegangen in seinen Emissionen. Obendrauf kommen natürlich auch noch, dass die industrielle Fertigung stark betroffen war, in geringerem Maße auch die Stromerzeugung. Und so addiert sich das dann alles zusammen zu diesem Rückgang der Emissionen wir projizieren dann bis zum Ende des Jahres insgesamt um 7% weltweit. Allerdings muss man sagen, die Emissionen nähern sich schon wieder langsam dem Niveau von 2019. Beispielsweise hat man gesehen, im Oktober hat die Industrie sich in China und Brasilien schon wieder gut erholt und den Rückgang der Industrieemissionen im Rest der Welt schon wieder wettgemacht. Es ist jetzt also einfach zu früh, auch zu sagen, wie stark die Erholung der Wirtschaft wirklich sein wird, also wie die Emissionen 2021 sind und ob die auf niedrigem Niveau bleiben, das kann derzeit keiner vorhersagen. Das sind die fossilen Emissionen. Na, daneben gibt es noch die Emissionen aus Landnutzungsänderung. Also das ist vor allem Entwaldung. Und da sind wir weiterhin jetzt, wie in den letzten Jahren auch, in die tropischen Gebiete reingegangen. Große Emissionen aus allen drei Kontinenten, die insgesamt 6 Milliarden Tonnen CO2 ausmachen. Insgesamt kommen wir dann also auf 40 Milliarden Tonnen CO2 für das Jahr 2020. Unser großes Glück, und das möchte ich immer betonen, ist, dass die Landvegetation und der Ozean mehr als die Hälfte unserer Emissionen gleich wieder aufnehmen. Und das ist also auch immer Teil von dieser Studie des Global Carbon Projects, wie viele Emissionen sind anthropogen verursacht, aber auch, wo gehen diese Emissionen hin? Und 54% gehen in die Landvegetation, werden vom Ozean aufgenommen und weniger als die Hälfte bleibt nur in der Atmosphäre. Trotzdem, solange wir die Atmosphäre als Müllkippe verwenden, und das tun wir ja, wir emittieren ja immer noch, zwar etwas weniger als im Vorjahr, aber wir emittieren immer noch. Solange wird der CO2-Gehalt in der Atmosphäre auch zunehmen. Und das hat dazu geführt, dass wir 2020 im Jahresmittel 412 ppm, also Parts per Million, so messen wir CO2 in der Atmosphäre, erreichen werden. Auch das ein neuer Höchststand. Das sind 48% über dem vorindustriellen Niveau. Welche Konsequenzen hat das dann? Welche Relevanz hat das bezüglich des Paris-Abkommens? Da muss man sagen, dass man beobachtet hat, dass im letzten Jahrzehnt der Anstieg der Emissionen sich immerhin schon verlangsamt hat. Und es scheint, das haben andere Studien gezeigt, es scheint schon ein Zeichen zu sein, dass zumindest in einigen Regionen der Welt Klimapolitikmaßnahmen greifen. Also 5 Jahre, nachdem wir das Paris-Abkommen beschlossen haben, haben die Emissionsraten schon begonnen, sich abzuschwächen.
Und man sieht auch, das ist auf jeden Fall ein positives Signal, dass in 24 Ländern die Wirtschaft weiter wächst und trotzdem die Emissionen runtergegangen sind. Deutschland ist ein solches Beispiel. Und Covid hat das dieses Jahr natürlich noch beschleunigt. Aber man muss sagen, dass es eben stark davon abhängt, wie stark sich die Wirtschaft jetzt wieder erholt. Das hängt also ganz stark davon ab, welche Maßnahmen in diesen Stimuluspaketen drin sind und wie die umgesetzt werden. Also ob 2020 wirklich einen Trend einläutet, das hängt stark davon ab, wie sich die Maßnahmen weltweit ausgestalten. Und wir beobachten eben schon wieder, dass die Emissionen sich langsam im 2019-Niveau angleichen. Und das ist auch mein letzter Punkt schon, man muss auch, dass diese Reduktion um 2,4 Milliarden Tonnen auf der fossilen Seite dieses Jahr im Verhältnis sehen zu dem, was wir bräuchten, um das Paris-Abkommen mit dem Ziel von 1,5 Grad bis Ende des Jahrhunderts. Was wir dafür bräuchten, wäre eine Reduktion von 1 bis 2 Milliarden Tonnen CO2 jedes Jahr, über mindestens die nächsten 10 Jahre danach auch. Und das heißt, das setzt uns ins Verhältnis, was wir erreichen müssen, aber hoffentlich mit anderen Mitteln als wirtschaftlichen Lockdowns. Gut, vielen Dank dafür. Wir werden ja sicherlich auch über einzelne Details da dann noch sprechen im weiteren Verlauf, je nachdem auch welche Fragen kommen. Danke, Frau Pongratz, dass Sie uns das jetzt vorgestellt haben. Ich möchte fortsetzen bei der Vorstellung. Dr. Judith Haug, sie arbeitet am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung AWI in Bremerhaven. Und sie ist dort stellvertretende Leiterin der Sektion Marine Biogeowissenschaften im Fachbereich Biowissenschaften. Sie beschäftigt sich mit Fragestellungen, wie viel Kohlenstoff die Ozeane aktuell und künftig aufnehmen werden, welche Rückkopplung es zwischen Klima und den biogeochemischen Zyklen der Meere gibt und wie sich der vom Menschen emittierte Kohlenstoff im System Erde verteilen wird. Auch sie ist eine der Autoren des Global Carbon Budgets. Frau Haug, meine Frage an Sie. Frau Pongratz hat es ja gerade auch schon gesagt, die Ozeane speichern ja große Mengen des von uns emittierten CO2s und das auch durchaus langfristig, wenn man das mal im Vergleich zu menschlichen Lebenserwartungen setzt. Inwiefern spüren denn die Meere in ihrem Kohlenstoffkreislauf einen so ausgeprägten, aber auch kurzfristigen Ausschlag wie im Corona-Jahr? Ja, das wird sich zeigen. Also wir machen ja jetzt im Global Carbon Budget erstmal das komplette Budget für das Jahr 2019 und machen eben diese Projektion für das Jahr 2020 hauptsächlich für die Emissionen. Für den Ozean haben wir jetzt noch gar keine detaillierte Abschätzung für 2020 hier vorgelegt. Der Ozean reagiert aber schon relativ behäbig, das muss man so sagen. Der Ozean wird sich ja in Zukunft reduzieren, falls die atmosphärischen CO2-Konzentrationen sinken werden. Aber das ist ja hier nicht der Fall. Also wie Frau Pongratz auch schon betont hat, wir emittieren ja weiter CO2 und dieses Jahr zwar vielleicht ein bisschen weniger, aber trotzdem erhöhen wir den CO2-Gehalt in der Atmosphäre und darauf reagiert der Ozean erstmal mit einer weiteren Aufnahme. Und während Frau Pongratz auf so Parameter wie auch Aufforstung und Entwaldung schaut in ihrer Arbeit und deren Effekte, welche Parameter schauen Sie sich denn an als mit dem Arbeitsschwerpunkt Marine Biogeowissenschaften, wo auch Laien wie ich mir etwas vorstellen könnten, also Aufforstung und Entwaldung kann ich relativ gut nachvollziehen. Kann man das beim Ozean ähnlich gut illustrieren? Das ist hauptsächlich ein physikalischer Effekt, also einfach die Löslichkeit von CO2. Das kann man sich vorstellen wie in einer Sprudelflasche, wie viel CO2, Kohlensäure löst sich in dem Wasser. Und das ist eine Abhängigkeit davon, wie viel CO2 in der Atmosphäre ist und auch von der Temperatur hauptsächlich. Die Biologie spielt natürlich auch eine Rolle, aber im Moment ist es hauptsächlich die Physik, die für diese zusätzliche Aufnahme durch den menschgemachten CO2 verantwortlich ist. Dankeschön dafür. Dann gehe ich weiter in der Vorstellungsrunde und komme zu Professor Dr. Niklas Höhne. Schön, dass auch Sie da sind. Herr Höhne ist Leiter und Geschäftsführer des New Climate Institute in Köln und auch Professor für Klimaschutz und Minderung von Treibhausgasen an der Universität Wageningen in den Niederlanden. Er entwickelte unter anderem mit am New Climate Institute mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern den Climate Action Tracker und ist auch einer der Autoren des UNEP Emission Gap Reports, der gestern publiziert wurde. Herr Höhne, ich möchte ganz kurz Sie etwas zum Climate Action Tracker fragen, weil denn auch dort haben Sie vor kurzem etwas veröffentlicht, wo ich gedacht habe, oha,
Schaut, schaut. Der Climate Action Tracker, für alle Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht nicht ganz im Film sind, der Climate Action Tracker versucht, die nationalen Klimaschutzziele, die die einzelnen Länder sich auferlegen, in prognostizierte Temperaturanstiege umzurechnen sozusagen. Und während im letzten Jahr, ich kann mich noch gut erinnern, 3,2 oder 3,3 Grad, glaube ich, drin stand, war ja klar, dass wir in diesem Jahr, jetzt 5 Jahre nach Paris, peu à peu diese NDCs, werden diese nationalen Selbstverpflichtungen nachgeschärft werden müsste. Die Frage war, was machen die Corona-Einschränkungen mit diesen NDCs, die ja wieder für 5 Jahre sozusagen dann gelten. Jetzt sind viele von den NDCs da und sie haben gesagt, wir sind nicht mehr bei 3,2, sondern bei 2,1 Grad. Ich bemühe mein Bild, wenn ich das versuche zu erklären. Wenn ich sage, ich will für einen Marathon trainieren, habe ich davon noch lange nicht die Laufschuhe aus dem Keller geholt. Das heißt, ich habe mir nur ein Ziel gesetzt, aber noch nicht angefangen, das Ziel zu erreichen. Und 2,1 Grad ist ja trotzdem immer noch über dem Pariser Klimaziel. Sind es trotzdem gute Nachrichten? Ja, ich glaube sicherlich, dass es ein paar gute Nachrichten gibt. Ja, aber wir haben es noch nicht ganz geschafft. Ganz kurz zur Erklärung. Also ich bin hier dabei, bin nicht Teil des Global Carbon Projects, nur um das ganz klar zu machen, aber gerne dabei, um den großen Rahmen zu stecken. In dem Climate Action Tracker haben wir uns angeguckt, welche Länder sich neue Netto-Null-Ziele gesetzt haben. Im Pariser Klimaschutzabkommen steht fest, dass Länder komplett aus Kohle, Öl und Gas aussteigen sollen. Globales Ziel. Und die Frage, jetzt sehen wir immer mehr Länder, die sich ein solches Ziel auch wirklich für sich selbst setzen. Und das hat mit kleinen Ländern angefangen, mit England, die EU hat so ein Ziel. Jetzt hat aber neuerdings eben auch China sich ein Ziel gesetzt, komplett auf Null zu gehen bis 2060. Und auch in den USA ist in dem Wahlprogramm von Joe Biden ein Ziel, klimaneutral bis 2050 zu sein. Wenn man die alle zusammenzählt, also alle Länder, die so etwas diskutieren und auch wirklich in Betracht ziehen, und wenn die Länder das alles auch einhalten würden, also tatsächlich Emissionen senken auf Null bis 2050, dann errechnen wir bis zum Ende des Jahrhunderts eine Temperaturerhöhung von 2,1 Grad. Das ist deutlich niedriger, als was wir vorher hatten. Vorher waren wir immer in der Größenordnung 3 Grad und 2,1 ist ja schon mal sehr viel besser. Es ist näher dran an den Klimaschutzzielen des Pariser Klimaschutzabkommens, aber noch nicht ganz. Die große negative Nachricht hier ist, das sind alles gute Vorsätze. Kein einziges dieser Länder hat politische Maßnahmen derzeit umgesetzt, um auch tatsächlich dieses Netto-Null-Ziel zu erreichen. Kein einziges. Wenn man nur das zählt, was Länder derzeit umgesetzt haben, dann bleiben wir leider weiterhin bei 3 Grad Temperaturerhöhung bis Ende des Jahrhunderts. Und das würde zu katastrophalem Klimawandel führen. Gleich vorweg, es gibt Zahlen zur Temperatur vom Climate Action Tracker. Gestern kam der UNEP Gap Report raus. Der hat auch Zahlen zu Temperaturerhöhungen drin. Der Gap Report nimmt verschiedene Studien zusammen. Eine Studie davon ist der Climate Action Tracker. Die Zahlen sind zueinander kompatibel, die werden ein bisschen anders gerechnet, aber der Grundtendenz ist dasselbe. Wenn wir so weitermachen wie bisher, sind wir bei ungefähr 3 Grad. Wenn die Netto-Null-Ziele, die auf dem Tisch liegen, umgesetzt werden, dann geht es deutlich nach unten, viel näher an die Pariser Klimaschutzziele als vorher. Und teilen Sie, im UNEP Emissions Gap Report gestern wurde ja auch ungefähr 7% Emissionsreduktion, Verminderung, als Chemiker ist man mit Reduktion immer ein bisschen flapsig schnell zur Hand, aber Verminderung sozusagen wurde ja dort bilanziert und dort stand auch drin, dass das den Klimawandel bis 2050 etwa um 0,01 Grad bremsen würde. Teilen Sie das? Ja, das ist ja so, dass die Temperatur am Ende des Jahrhunderts abhängig ist von den kumulativen Emissionen, also den Gesamtemissionen überhalb das gesamte Jahrhundert. Und wenn wir da in einem Jahr mal 2 Gigatonnen weniger emittieren und das danach wieder genauso weitergeht wie vorher, dann kann das keinen großen Einfluss haben auf die Temperatur. Was wir wirklich brauchen, ist ein komplettes Umsteuern. Also, dass die Emissionen nicht steigen, auch nicht stagnieren, sondern runtergehen auf Null. Und je früher, desto besser. Und nur dann ändert sich signifikant was bei der Temperatur. Es gibt noch eine Verständnisnachfrage von einer Journalistin, Herr Höhne, an Sie. Sie fragt, die Berechnung, die Sie beim Climate Action Tracker gemacht haben, bezieht sich das auf die Ankündigung, die wir jetzt auch über die Medien mitbekommen haben, oder eben auf die formellen Ankündigungen bei der UN?
dieses optimistische Szenario, dass diese Netto-Null-Ziele zu so einer niedrigen Temperatur führen, das sind alle Ziele, die derzeit in der Diskussion sind. Nur wenige davon sind auch wirklich an die Klimarahmenkonvention und an das Pariser Klimaschutzabkommen mitgeteilt worden als offizielle Verpflichtungen. Wenn man nur die offiziellen Verpflichtungen nimmt, dann sind wir derzeit bei 2,6 Grad. Der UNEP Gap Report, der andere Studien anguckt, ist noch etwas höher, da geht er in Richtung 3. Aber das bedeutet, selbst die Länder haben bis jetzt nur sich gute Vorsätze gesetzt. Das muss eher als erster Schritt in das Pariser Klimaschutzabkommen übertragen werden, also dort eingereicht werden. Und das reicht auch noch nicht, denn es müssen dann zu Hause natürlich Maßnahmen umgesetzt werden, damit man das auch wirklich erreicht. Okay, dann vielen Dank. Jetzt haben wir uns alle kennengelernt sozusagen und auch die Kolleginnen und Kollegen da draußen haben kurz erfahren, woran sie arbeiten und wo sie arbeiten. Ich möchte gerne eine Frage in die Runde stellen, denn ich kann mich erinnern, im letzten Jahr bei dem Global Carbon Budget war so ein kleiner Hoffnungsschimmer, der immer wieder kommuniziert wurde, nämlich, dass die CO2-Emissionen aus der Verbrennung von Kohle gesunken sind und man ja immer sagt, weniger Kohleverbrennung ist substanziell notwendig, um halt das Pariser Klimaziel erreichen zu können. Gibt es denn auch in diesem Jahr Entwicklungen, die vielleicht auch ohne den Corona-Effekt zu Rückgängen geführt hätten, die uns Hoffnung machen könnten, dass wir am Beginn eines nachhaltigen Wandels sind? Also es ist so, dass die Verbrennung von Kohle weltweit zurückgegangen war 2019. Das erwarten wir für 2020 ähnlich. Also was die Effekte, die wir jetzt von Corona-Lockdowns sehen, die kommen obendrauf auf diesen Trend, der natürlicherweise sozusagen, also der einfach schon durch die eingeläuteten Politikmaßnahmen, teilweise dass Kraftwerke mit Kohle liefen, schon sehr alt waren, einfach sowieso abgeschaltet wurden. Das kommt noch obendrauf und ist sicherlich dadurch verstärkt worden. Ne? Wenn man jetzt unter Corona ein Kraftwerk abgeschaltet hat, dann sicherlich eben die sowieso schon dafür prädestiniert waren, wie eben Kohle. Man muss aber auch sagen, dass das teilweise ausgeglichen wurde dadurch, dass ein Anstieg war beim Verbrauch von Gas beispielsweise. Und Erdgas wird immer gern als bessere Alternative zu Kohle dargestellt. Und das ist es sicherlich auch. Aber man muss auch sehen, dass es keine Low-Carbon-Energiequelle ist. Also Erdgas, das emittiert zwar 40% weniger Emissionen pro Energieeinheit, die man rauskriegt, als Kohle. Aber wir brauchen ja, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, Mitte des Jahrhunderts netto null und nicht netto 60%. Und deswegen kann das eben bestenfalls eine kurzfristige Lösung sein, Kohle durch Gas zu ersetzen. Schafft aber natürlich auch Schwierigkeiten in Bezug auf, dass man wieder neue Infrastruktur schafft, die dann eine sehr lange Lebenszeit hat. Ich möchte jetzt eine Frage von einer Kollegin stellen, die über den Chat reingekommen ist und auch nochmal die Einladung an alle anderen Kolleginnen und Kollegen da draußen. Scheuen Sie sich nicht, die Fragen hier gerne reinzustellen. Wir versuchen dann so viele wie möglich zu besprechen. Die Frage in die Runde ist, gerade beim Landtransport gab es dieses Jahr offenbar Einschnitte, Frau Pongratz, Sie hatten es ja auch gesagt, die schließlich zu einem großen Anteil den Rückgang der Emissionen 2020 beigetragen haben. Was können wir daraus lernen? Liegt hier gerade im Transportsektor ein hohes Einsparungspotenzial? Und welche Maßnahmen müssten wir einführen, um diese weiter zu drosseln? Heißt das für den Verbraucher möglicherweise mehr regional kaufen? Wer möchte? Ich kann vielleicht kurz sagen, es gibt einige Hoffnungsschimmer meiner Meinung nach, wenn man gesehen hat, dass auch dann bereits im Frühjahr so Dinge geschehen sind wie die Pop-up-Radwege in Paris, in Berlin. Das waren teilweise nur vorgezogene Politikmaßnahmen, aber teilweise auch wirklich neue Dinge. Und wenn man die verstetigen kann, dann ist natürlich möglich, einige dieser Trends auch langfristig fortzusetzen. Also das sind wirklich Dinge, die wir jetzt in der Hand haben. Das mag klein erscheinen, aber es ist eben was man im persönlichen Umfeld für den persönlichen Footprint dann eben relativ viel ausmacht. Da würde ich vielleicht noch hinzufügen, Pop-up-Radwege sind eins, Homeoffice ist was anderes. Ich glaube, viele Unternehmen fangen jetzt schon an, sich zu überlegen, ob sie überhaupt so viel Büroraum brauchen. Wenn jeder nur einen Tag die Woche von zu Hause arbeitet, dann haben wir schon 20% der Pendelemissionen gespart. Also da geht eindeutig noch mehr. Auch bei Reisen, glaube ich, ist es so, dass viele gelernt haben, dass viele Geschäftsreisen einfach unnötig sind. Wir treffen uns hier jetzt virtuell. Ich glaube, sehr viel von diesen Verhaltensweisen wird erhalten bleiben.
Und insofern gibt es da gewisse Dinge, die in die richtige Richtung gehen. Negativ ist, dass der öffentliche Nahverkehr sehr, sehr viel weniger genutzt wird, weil Leute derzeit Angst haben, sich anzustecken. Und deswegen hoffe ich, dass das Verhalten nicht bleibt, aber dass man da wieder zurückkehrt. Wenn es auch gefühlt ist, ist es wahrscheinlich jetzt sicher, aber dann später auch wieder sicher, wenn man sich später auch wieder sicher fühlt. Ich kann vielleicht noch kurz hinzufügen, Sie haben gefragt, ob wir mehr lokal essen sollen. Also ich denke, das, was wir hier wirklich durch Transport eingespart haben, das ist genau das, also dass Menschen sich weniger bewegt haben und nicht, dass Waren sich weniger bewegt haben. Also gerade, wie kann man in den Städten mehr Fahrradverkehr, mehr Fußgängerverkehr ermöglichen, das sind sicher hier die wichtigeren Punkte. Eine Kollegin, die schon unter Embargo in die Studie reingucken konnte, fragt, dass die Werte von die Emissionseinsparung von China mit -1,7% doch deutlich unter dem sind, was man für die USA und für die EU und auch andere Staaten noch sozusagen bilanzieren kann. Gibt es mögliche Erklärungen, warum die Verringerung des Kohlendioxidausstoßes in China deutlich geringer ist als in den anderen Ländern? Ja, also China war als erstes betroffen von Covid-19. Und das führt dazu, dass der Lockdown eben relativ früh war und jetzt schon wieder weitgehend aufgehoben ist. Und die Wirtschaft erholt sich einfach wieder. Und wir knapsen noch daran in der EU, in den USA. Ne, wir sind noch im Lockdown und deswegen sind wir sind einfach ein bisschen später dran als China in der Hinsicht. Und man muss auch sehen, dass in China, also nicht alles war wirklich dann ein permanenter Offset in Emissionen. Also teilweise wurde auch weiter produziert und ist dann auf Halde gelegt, bis dann das weiterverarbeitende Gewerbe einspringen konnte. Also Stahlproduktion, da gibt es riesige Lagerbestände jetzt. Und das heißt, viel von den Emissionen wird auch einfach wieder nachgeholt dann, ne? Dass dann im Anschluss daran eben das abgebaut wird, was vorher sich aufgestaut hat. Aber vor allem eben einfach dieser frühere Lockdown in China, dass man dann die Epidemie in den Griff gekriegt hat und die Wirtschaft sich wieder erholen konnte. In Deutschland, in Europa und in den USA haben wir jetzt eben die starken zweiten Wellen auch, ne? Das sieht man so in China nicht. Ja. Herr Höhne, die nächste Frage richtet sich direkt an Sie. Was erwarten Sie vom anstehenden EU-Gipfel bezüglich des Klimas? Ja, wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass sehr wichtig ist, dass Länder neue Ziele einreichen ans Pariser Klimaschutzabkommen. Und da ist die Deadline eben dieses Jahr. Eigentlich vielleicht noch ein bisschen Verlängerung haben wir bis nächstes Jahr. Und bisher haben nur sehr wenig Länder neue Ziele eingereicht, obwohl es klar ist, dass die Ziele bei weitem nicht ausreichen. Also die Ziele sind vollkommen unausreichend, die bisher eingereicht worden ist. Und so ein internationaler Prozess funktioniert nur, wenn es Vorreiter gibt, die voranschreiten und als erstes neue Ziele einreichen. Das haben bis jetzt nur kleine Länder gemacht, Norwegen und Chile. Jetzt hat Großbritannien das angekündigt. Aber die EU wäre der Kandidat, der jetzt als nächstes etwas einreichen sollte. Aber dazu muss sich die EU erstmal einigen. Und das soll hoffentlich noch diese Woche passieren, dass die EU sich einigt, was das neue Klimaschutzziel sein soll. Es soll deutlich verschärft sein gegenüber dem, was jetzt auf dem Tisch liegt. Und ich hoffe fürs Klima jedenfalls, dass es da noch zu einer Einigung kommt, dass man dann rechtzeitig zu dem kleinen UN-Gipfel, der am Samstag stattfindet, einen Erfolg vermelden kann und eben ein neues Ziel einreicht. Das ist deshalb so wichtig, weil das dann ermöglicht, dass andere Länder auch Ziele einreichen. Es kommt nochmal eine Nachfrage zu der Frage, die wir gerade besprochen haben, wo die Einschnitte im Transportsektor oder wie genau die zu erklären sind. Also kann man das noch detaillierter sozusagen darstellen? Also ist es der normale Straßenverkehr? Sind es die Geschäftsreisen eben, dass wir uns jetzt nicht haptisch treffen irgendwo, sondern hier virtuell? Oder ist es das, dass die Fankurven im Fußballstadion leer bleiben? Oder ist es eben doch, dass ich Tomaten aus Spanien kaufen könnte? Welcher Bereich? Oder Judith, bitte. Genau, ich denke, das kann man nicht unbedingt weiter aufschlüsseln. Also es ging hier wirklich aus Bewegungen aus dem Transport und hauptsächlich sicher Straßentransport, aber Flugverkehr spielt natürlich auch eine Rolle, der fast komplett zum Erliegen gekommen ist und hier nochmal extra aufgeführt wird. Und da werden die Bewegungen jetzt, was da transportiert wurde nicht weiter aufgeteilt. Man kann vielleicht noch zur Illustration anfügen, wie das abgeschätzt wird, wie sich jetzt die Emissionen aus dem Transportsektor reduziert haben 2020, geschah beispielsweise darüber, dass man TomTom
Staudaten ausgewertet hat in über 400 Städten weltweit und das dann eben korrelieren kann mit Emissionen aus dem Transportsektor. Also geht es wirklich einfach darum, wie viele Fahrzeuge sind auf der Straße. Und man weiß dann natürlich aus diesen Daten nicht, aus welchem Grund sind die jetzt weniger auf der Straße. Aber das liegt auf der Hand, ne? Dass wir wissen ja, kennen ja die Gründe mit Homeoffice und so weiter. Der Warenverkehr, na, das sagte ja Frau Haug schon, wir sind ja alle weiterhin gut versorgt gewesen. Bis auf Hefe kam alles an. Das heißt, das ist wirklich der Personenverkehr. Und man muss auch sagen, der Flugsektor, der war sehr stark betroffen. Da gingen die Emissionen ja um meine 74%, ich kann das nochmal verifizieren, zurück. Aber er hat insgesamt eben relativ kleinen Anteil an den globalen Emissionen. Mhm. Wenn man jetzt immer mal wieder liest oder hört, dass wir dieses Jahr eben um die 7%, das war ja auch schon mal erwartet worden, dass es um die 7% möglicherweise verringerte Reduktionen geben könnte, dann erinnere ich mich an die Veröffentlichung der UNEP, die geschrieben hat, dass um das 1,5-Grad-Ziel erreichen zu können, wir jährlich ab diesem Jahr im Grunde quasi 7,6% Emissionseinsparung bräuchten und um das 2-Grad-Ziel zu erreichen, 2,7% pro Jahr, ab sofort. Jetzt könnte man schreien, Bingo, wir haben Corona-Jahr hinter uns und haben gerade sozusagen mal 7% eingespart. Trotzdem ist das Bild ja ein bisschen schief. Also dieser Wandel soll ja nicht gelingen durch eine totale Stilllegung des Lebens, wie wir es kennen, sondern durch einen substanziellen Strukturwandel. Aber ist der denn so schnell und in dieser Größenordnung tatsächlich möglich? Eine Studie kürzlich war da auch ganz illustrativ oder ganz wichtig, die hat analysiert, wie viel wir denn in die Recovery-Maßnahmen stecken nach Covid. Ne, weltweit, wie viel Geld da jetzt wirklich schnell zur Verfügung gestellt wurde. Und hat das verglichen gegenüber den Kosten, die wir bräuchten, um den Energiesektor zu transformieren, dass er kompatibel wird mit dem 1,5-Grad-Ziel. Und da sieht man, dass es ungefähr im Verhältnis 1:10 steht. Ne, also bräuchten wir ungefähr ein Zehntel der Kosten, die wir jetzt in einem Jahr in Covid hinein, also ins Recovery von Covid, in Wirtschaftserholungen hineingesteckt haben, müsste man über die nächsten Jahre anwenden, jedes Jahr, um den Energiesektor so zu transformieren. Das heißt, die Möglichkeit besteht sicherlich, also technologisch besteht die Möglichkeit ja schon lang. Es ist eine Frage des Willens, aber vor allem denke ich auch, es sind hier wirklich Synergieeffekte, die man abschöpfen sollte. Wir haben eben jetzt die Industrie, wir haben viele Dinge runtergefahren. Es ist jetzt wirklich eine Frage, wie man das wieder hochfährt. In die eine Richtung, ne, oder in die andere Richtung. Also ein Fokus wieder auf die fossillastigen Wirtschaftszweige. Oder nutzt man diese Chance jetzt wirklich für den Green Recovery? Und um da anzuknüpfen, das ist genau der Punkt. Ne? Also die Wirtschaft runterfahren und wieder rauf, das bringt nichts, weil wir am Ende wieder an genau denselben Punkt sind. Wir müssen signifikant umsteuern. Und da sind eben genau die Wiederaufbaupakete oder die Konjunkturmaßnahmen sehr, sehr wichtig. Die haben wir uns im UNEP Emissions Gap angeguckt und geguckt, sind die denn in die grüne Richtung oder nicht? Wie Frau Pongratz schon gesagt hat, sehr, sehr viel Geld wird ausgegeben für die Corona-Maßnahmen. Und leider ist das Bild aber sehr gemischt. Es gibt ein paar Länder, die machen ein paar gute Maßnahmen, insbesondere in der EU und Südkorea. Aber in fast allen Ländern geht auch Geld in genau die falsche Richtung, also fossile Energieträger zu stützen oder Umweltmaßnahmen zurückzufahren, weil man vermeintlich denkt, dass dadurch die Wirtschaft gestärkt wird. Also es ist eine Möglichkeit, dieses Geld, und wir werden in den nächsten 10 Jahren nicht wieder so eine Möglichkeit haben, genauso viel Geld auszugeben. Die wird aber zum Teil nur genutzt. Und die Hoffnung wäre, dass die Konjunkturpakete, wir sind ja noch mittendrin in der Pandemie, dass die Konjunkturpakete, die jetzt noch aufgelegt werden, sehr viel mehr in die klimafreundliche Richtung gehen, als sie bisher das tun. Aber kann man das denn vielleicht noch konkreter benennen? Also was muss konkret passieren? Ich sage jetzt mal, es wird diskutiert, die Einsatz von Carbon Capture Techniken, oder es gibt auch immer wieder vermehrt die Fragestellung, brauchen wir die Nutzung von Kernenergie, um tatsächlich die Emissionen schnell runterzuhalten? Genau, also wie kann man es konkret schaffen, um diese Netto-Null-Ziele anzuvisieren? Je nachdem, ja, wir wissen,
Danke. Wir wissen sehr genau, was passieren muss. Also im Elektrizitätssektor ist es ganz klar, wir müssen weg von Kohle, Öl und Gas hin zu erneuerbaren Energien mit Entschuldigung. Wir müssen hin zu erneuerbaren Energien mit Speicherung. Da wissen wir genau, wie es geht. Wir im Gebäudebereich müssen wir sehr energieeffiziente Gebäude bauen oder die bestehenden renovieren. Im Transportbereich müssen wir hin zu öffentlichem Nahverkehr und CO2-freiem Transport inklusive Elektromobilität. Und in der Industrie müssen wir hin zu null Emissionszement und Stahl. Und auch in der Landwirtschaft, da wird es dann in der Tat schwierig. Aber das Wichtigste ist, erst Emissionen reduzieren, da wo wir es wissen, wie es geht. So, und wenn das nicht geht, dann kann man sich darüber nachdenken, muss man wahrscheinlich auch darüber nachdenken, wie man CO2 wieder aus der Atmosphäre entfernt. Das kann durch biologische Dinge passieren, aber auch durch eher technische Optionen. Aber das ist aus meiner Sicht immer erst die zweite Wahl. Die erste Wahl wäre erstmal runter mit den Emissionen, weil wir genau wissen, wie es geht. Und was schon vorsichtig optimistisch zumindest stimmt, das sind die starken Reduktionen in den Emissionen von Kohle tatsächlich. Ne? Also auch fürs Jahr 2020 sehen wir, dass die CO2-Emissionen aus Kohle um 20% vermutlich runtergegangen sind. Und das ist auch für Deutschland so. Also da hatten wir 2019 einen Rückgang von 7% der CO2-Emissionen. Das ist ein Trend, der muss natürlich so in der gleichen Geschwindigkeit mindestens weitergehen. Und das ist ganz klar ein Ergebnis des europäischen Emissionshandels. Und da ist es dann natürlich wichtig, dass das nicht von der deutschen Politik nochmal ausgebremst wird, indem Kohlekraftwerke extra lang im Leben gehalten werden. Frau Pongratz, ich hatte das Gefühl, Sie wollten auch etwas sagen, als Herr Höhne dann auf die Frage eingegangen ist, oder? Ich wollte nur nicht den Raum geben, sich auch einzubringen bei der Frage. Ich wollte nur darauf hinweisen, was wir aus früheren Krisen lernen. Wir müssen es wirklich anders machen als in früheren Krisen. Also wir hatten ja genug Krisen, aber wenn man sich beispielsweise die globale Finanzkrise von 2008 anschaut, dann sieht man, dass schon zwei Jahre später die Emissionen wieder sprunghaft hochgegangen waren. Also da war es uns nicht gelungen, in irgendeiner Weise ein Green Recovery einzuläuten. Und das waren natürlich andere Bedingungen als jetzt mit dem Corona-Lockdown, aber man muss diese Chancen ergreifen und das ergibt sich nicht von selbst. Das muss man aktiv machen. Was wir auch letztes Jahr in dem Global Carbon Budget 2019 erkannt hatten, waren, dass nur die Bereitstellung neuer Technologien nicht immer ausreichend ist. Manchmal kommen die nur noch so als Luxus obendrauf. Man muss aktives Phasing Out der alten Technologien auch betreiben. Also man hat beispielsweise gesehen, dass in Europa dann der Bedarf an Kerosin und Diesel hochging. Obwohl auch die Zahl der Elektroautos beispielsweise hochging. Also dieses aktive Phasing Out ist wahrscheinlich auch etwas, was wir jetzt hier aufgrund dieser Lockdown-Maßnahmen noch stärker ins Auge fassen sollten. Herr Höhne, Sie haben gerade einen Satz gesagt. Wir wissen ziemlich genau, wie es geht. Man merkt aber noch nicht in der Politik, dass da angekommen ist, dass man ziemlich genau, also dass die Leute, die genau wissen, wie es geht, gehört werden. Inwiefern ist denn jetzt vielleicht auch im Klimabereich oder wir sehen ja in der Pandemiesituation auch eine Rolle der Wissenschaft, die tatsächlich vor einem Jahr so noch unvorstellbar gewesen wäre, in der Präsenz und auch in der Art, wie auf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehört wird. Wie wäre das denn vielleicht auf den Klimabereich auch übertragbar, dass dort die Wissenschaftler mit dem, was sie wissen, was sie auch ja ständig beitragen, auch Gehör bekommen? Ja, ich finde, ein sehr interessantes Modell ist in Großbritannien umgesetzt, dass man sich ein langfristiges Ziel gesetzt hat, das will man erreichen, Netto-Null-Emissionen, und hat dann alle fünf Jahre wird das überprüft mit einem wissenschaftlichen Rat, der dafür eingesetzt worden ist. Und der Rat wird meistens auch befolgt. Sowas Ähnliches ist versucht worden, hier jetzt in Deutschland auch einen Rat einzusetzen, der das macht. Nicht ganz so regelmäßig, aber im Prinzip ist das, würde ich sagen, eine gute Idee, dass man sich das langfristige Ziel setzt und dann immer nachsteuert, Schritt für Schritt. Und dabei, so gut es geht, eben den wissenschaftlichen Rat mit einholt. Das Problem ist immer, die Politik muss abwägen zwischen sehr unterschiedlichen Bedürfnissen. Die Wissenschaft kann nur sagen, hier, das sind die Möglichkeiten und von denen kann ausgewählt werden. Was dann in der Politik immer zu irgendwelchen Kompromissen führen muss. Leider kennt das Klima keinen Kompromiss. Wir müssen die Emissionen reduzieren auf null. Es bleibt uns eigentlich keine andere Wahl, denn mit den katastrophalen Auswirkungen des Klimawandels können wir eigentlich nicht umgehen. Insofern
ist das etwas, was noch weiter in die Politik hereingetragen werden muss. Frau Pongratz, Sie sind ja auch als Autorin, Entschuldigung, des IPCC-Berichts da sozusagen auch genau in diesem Prozess an der Schnittstelle Wissenschaft zur Politik hin mit aktiv involviert. Was haben Sie denn für ein Gefühl, inwiefern dort Ihre Zunft Gehör bekommt? Ich halte schon für sehr wichtig, dass man die aktuellen Zahlen immer möglichst gut quantifiziert auf den Tisch legt. Und eigentlich kommt dieses Global Carbon Budget immer in der ersten Woche der Weltklimakonferenzen raus, einfach damit dann mit den entsprechend besten Zahlen weiter verhandelt werden kann. Und das ist wichtig, aber es ist inzwischen natürlich auch klar, dass der Mangel an Umsetzung nicht daran hakt, dass wir die Zahlen nicht auf die fünfte Nachkommastelle genau bestimmen können, sondern dass es einfach ein wirklich komplexes System ist, in dem die Belange aller mit hineinspielen und mit berücksichtigt werden müssen. Und das sind dann eben durchaus nachvollziehbar schwere Verhandlungen auf der politischen Ebene. Trotzdem muss man natürlich als Wissenschaftler immer wieder klar machen, wo die Probleme liegen, wo vielleicht auch Lösungsansätze liegen können. Sie hatten ja auch negative Emissionstechnologien beispielsweise angesprochen. Aber wäre vermessen zu sagen, es liegt an mangelnder wissenschaftlicher Erkenntnis, dass sich politisch nichts tut. Die Zahlen sind letztlich in der Relevanz, sind sie eigentlich seit 30 Jahren bekannt. Frau Pongratz, wenn ich noch ergänzen darf, gibt es ja auch so einen sehr hoch aufgesetzten Klimarat. Und was dort auch sehr erfolgreich ist, ist auch ein Bürgerrat, der sich wirklich auch informiert wird von den Wissenschaftlern und dann selbst Vorschläge macht, wo wirklich die ganze Bandbreite der Bevölkerung repräsentiert ist. Und das hat sich gezeigt, dass die sehr ambitionierte Vorschläge vorlegen. Also das ist auch wirklich ein Modell, das man gut nachmachen könnte. Frau Pongratz, eine Frage, die vermutlich an Sie gehen wird. Innerhalb der letzten 10 Jahre hat das Land mehr CO2 aufgenommen, als durch Landnutzung wieder frei wurden. Für das Jahr 2020 heißt es, dass 16 Milliarden Tonnen durch Landnutzung frei wurden und nur 11 aufgenommen wurden. Also genau die entgegengeläufige Tendenz. Wie passt das zusammen? Danke, ja. Da muss man ganz grundlegend doch mal unterscheiden. Das ist eine Spezialrolle, die das Land hat im globalen Kohlenstoffbudget, dass es sowohl auf der Emissionsseite als auch auf der Seite der natürlichen Senken auftritt. Und das macht es so kompliziert, weil man das oft im Kopf einfach zusammenwirft. Also der Ozean agiert nur als Reaktion auf die Emissionen über die Atmosphäre. Aber die Landseite, da sind zwei verschiedene Prozesse am Werk. Das eine ist, ähnlich wie der Ozean, dass auch die Landvegetation sieht das höhere CO2 und das ist ja hat einen Düngeeffekt auf die Photosynthese. In Treibhäusern wird ja auch das CO2 künstlich erhöht, damit die Tomaten besser wachsen. Und so hat das in der Vergangenheit auch ganz gut funktioniert, dass also die Landvegetation besser wächst, weil wir die CO2-Levels in der Atmosphäre erhöht haben. In den nördlichen Breiten beispielsweise wächst die Vegetation auch besser, nimmt mehr CO2 auf, einfach weil die Vegetationsperiode länger geworden ist durch die globale Erwärmung. Sowas kommt alles zusammen und deswegen nimmt das Land so etwa ein Viertel bis ein Drittel der Emissionen jedes Jahr direkt wieder auf. Das ist jetzt aber nur das System ohne den menschlichen Eingriff. Also das ist nur wie die Vegetation sowieso reagiert, so ähnlich wie der Ozean auch reagiert auf den Anstieg des CO2 in der Atmosphäre. Und das ist eben eine Senke. Aber wir pushen auf die Landvegetation, wir pushen da natürlich stark hinein. 3/4 aller eisfreien Landoberflächen ist durch den Menschen gemanagt. Ne, durch Forstwirtschaft, durch Landwirtschaft. Und auf der CO2-Seite hat das eine sehr starke Quelle hervorgerufen. Also wir haben Emissionen vor allem durch Entwaldung. Historisch war das natürlich vor allem in Europa, Nordamerika. Jetzt in den letzten Jahrzehnten ist das vor allem, dass wir in den Tropen eben weiter entwalden, auch weiter Degradierung hervorrufen. Und diese Emissionen sind nicht so stark wie die Aufnahme vom Land insgesamt, aber sie tragen natürlich auch zu den Gesamtemissionen bei. Wie gesagt, etwa 6 Milliarden Tonnen CO2 stammen aus Landnutzungsemissionen, etwa 34 aus fossilen Emissionen. Nur das ist 2020 nicht deutlich runtergegangen. Die Landnutzungsseite, die dümpelt so mit relativ konstanten Emissionen vor sich hin. Also wir haben jetzt 2020 ähnliche Emissionen wie schon im letzten Jahrzehnt im Durchschnitt. Also da greift offensichtlich die Intention der Klimapolitik noch nicht. Und um nochmal konkret auf die Zahlen, die genannt wurden, 16 und 11, zurückzukommen. Die Landnutzung setzt sich auch wieder aus zwei Prozessen zusammen. Das eine ist, dass wir natürlich abholzen und verbrennen und das alles in die Atmosphäre entlassen als CO2.
Das andere ist aber, dass Wald durchaus auch nachwächst, wenn wir landwirtschaftliche Flächen aufgeben, wenn wir Holzeinschlag hatten und den Wald wieder nachwachsen lassen, damit wir ihn 100 Jahre später wieder ernten können. Und das sind diese zwei Bruttoflüsse sozusagen. Und das ist unsere große Chance auch, weil wir die managen können. Ja, wir können ja wirklich aktiv eingreifen, in wie wir Holz ernten, wie stark, wo wir aufforsten, wie stark. Und das zeigen uns eben auch, das war eine Neuerung, die wir dieses Jahr eingeführt haben, dass wir diese Bruttoflüsse quantifiziert haben, gezeigt haben, wie groß die sind, 2 bis 3 Mal größer als die Nettoflüsse. Und das ist wirklich was, wo wir eine Stellschraube als Menschen haben. Und nochmal eine Frage zu den Zahlen, die bei der Arbeit ermittelt wurden. Es gab ja in den letzten Jahren immer eine gewisse Ungenauigkeit, was die tatsächlichen Emissionen in China betrifft. Konnten die in diesem Jahr irgendwie reduziert werden, diese Unsicherheiten? Grundsätzlich fließen die gleichen Basisdaten ein in die Emissionsabschätzungen, nur dass für die Projektion 2020 eben Zusatzstudien nötig waren, weil man diesen Corona-Effekt mit abdecken musste. Und diese natürlich wieder mit eigenen Unsicherheiten behaftet, aber ähnlich für die ganze Welt. Judith, vielleicht möchtest du noch was anfügen, aber meines Kenntnisstandes nach ist das ist da nicht also keine neue, gänzlich neue Methode eingeführt worden, die das reduzieren würde. Ich glaube auch, dass es gleich gegeben wird. Und mit Blick auf die Uhr müssen wir jetzt gleich langsam schon unser Pressbriefing beginnen abzubinden. Aber vielleicht noch eine Frage. Gibt es denn ein Land, das Ihnen einfällt, von dem Sie sagen, boah, da sind schon echt kluge Menschen am Werk, die sich wirklich die richtigen Maßnahmen überlegen, mit denen wir diese Herausforderung tackeln können? Ja, vielleicht kann ich da kurz was sagen zu den Konjunkturpaketen, die auf dem Tisch liegen. Wie gesagt, in dem UNEP Gap Report haben wir das zusammengetragen und da tun sich insbesondere die EU vor, Deutschland noch weiter vorne, UK und Frankreich. Aber ganz weit vorne wäre da Korea, die ungefähr 3% ihres, also Größenordnung 3% des Bruttoinlandsprodukts jetzt in grüne Projekte gesteckt haben. Alles das wieder im Vergleich zu, dass die Länder ungefähr 14-15% ihres Bruttoinlandsprodukts in die Covid-Maßnahmen stecken. Also es ist immer noch ein ganz kleiner Teil von dem Geld, das das hier ausgegeben wird, geht in grüne Bereiche. Also das ist schon mal sehr gut, aber es könnte natürlich noch besser sein, denn der Topf ist groß. Ne? Und in all diesen Ländern, auch in denen, die ich genannt habe, geht Geld in die falsche Richtung. Also um Unternehmen mit fossilen Energieträgern zu unterstützen. Also ja, leider ist noch keiner wirklich ganz oben auf der Liste, aber es gibt ein paar positive Bewegungen. Das ist aber auch, glaube ich, ein grundsätzlicher Trend. Wir sehen positive Entwicklungen bei der Kohle zum Beispiel oder mehr Erneuerbare oder Elektromobilität. Das ist alles, macht einen hoffnungsfroh. Es geht aber alles zu langsam. Und wir müssen wirklich alles in eine Richtung bewegen, sonst wird es sehr schwierig mit den -7% pro Jahr und den Null Emissionen bis 2050. Jetzt möchte ich zum Abschluss gerne mal kurz die Runde machen und Sie alle drei nacheinander gerne um ganz kurze Einschätzungen bitten. So, was nehmen Sie denn mit aus diesem Pressbriefing und was ist für Sie die sozusagen die zentrale Hookline, sage ich mal, die Sie uns Journalistinnen und Journalisten einfach mit auf den Weg geben möchten? Frau Haug, vielleicht Sie zuerst. Na, ich denke, der Punkt, der wichtige, wurde ja gemacht, dass wir eben jetzt in diesem Jahr eine starke 2,4 Milliarden Tonnen CO2-Reduktion der Emissionen gesehen haben. Das ist die Größenordnung, die wir brauchen, um das 1,5-Grad-Ziel nicht zu überwinden. Das brauchen wir aber natürlich aus anderen Gründen, als wir es dieses Jahr haben. Und trotzdem, das sollte man auch vielleicht nochmal betonen, steigt der atmosphärische CO2-Gehalt weiter an und dieses Jahr in der gleichen Größenordnung wie letztes Jahr. Also Emissionen müssen wirklich nicht nur um einen einstelligen Prozentbetrag sinken, sondern sie müssen sehr nahe an Null gehen. Herr Höhne? Ja, ich denke, also so eine Krise wie die Corona-Krise ist immer ein Umbruch und eine Möglichkeit, Dinge anders zu machen. Und ich würde hoffen, dass wir diese Möglichkeit nutzen, jetzt Dinge signifikant anders zu machen. Wir haben die Möglichkeit, es wird sehr viel Geld ausgegeben für die Konjunkturpakete und wenn nur ein geringer Teil dieses Gelds in die richtige Richtung geht, dann wäre schon viel getan und insofern bin ich hoffnungsvoll, weil die guten Vorsätze jedenfalls stimmen. Also Länder wollen aus Kohle, Öl und Gas aussteigen. Den guten Vorsätzen müssen jetzt aber Taten folgen.
Und Frau Pongratz? Ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Wir haben genug gelitten unter der Corona-Pandemie. Wir sollten jetzt auch wirklich die Chancen nutzen, die sich daraus ergeben. Also das Schlechte ins Gute wenden. Prima. Dann vielen Dank für die Runde. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen dreien, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie mit Ihrer Expertise dieses Gespräch mit uns geführt haben. Ich bedanke mich bei den Journalistinnen und Journalisten, dass Sie interessiert sind an dem Thema, dass Sie teilgenommen haben, dass Sie Ihre Fragen eingebracht haben. Und wenn Sie möchten, wenn Sie das Global Carbon Budget unter Embargo haben möchten, dann schicken Sie uns bitte gerne eine Mail an redaktion@sciencemediacenter.de und wir schicken Ihnen das dann. Sie wissen ja, wie mit der Sperrfrist umzugehen ist, und ich verspreche, dass ich im Rahmen dieses Briefings jetzt zum letzten Mal darauf hinweise. Wir werden so schnell wie möglich das Video dieses Pressbriefings online stellen und dann auch im Laufe der Nacht das Transkript noch auch verlinken auf der Webseite. Bei mir hat es einige Male ganz schön laut gerauscht. Sollte das bei Ihnen auch der Fall gewesen sein, bitte ich, das zu entschuldigen. Ich hoffe, Sie konnten trotzdem einigermaßen der Veranstaltung folgen. Ich fand es sehr interessant. Ich habe mich sehr darauf gefreut und meine Vorfreude ist sogar noch übererfüllt worden tatsächlich. Danke, Frau Haug, danke, Frau Pongratz, danke, Herr Höhne. Danke Ihnen allen da draußen. Einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wiedersehen. Danke.